Die nächste Runde Spieltagsanalyse. Wir wollen auf das Spiel gegen Union Berlin zurückschauen und das machen wir heute mit Philipp Hofmann. Hoffi, schön, dass du da bist. Danke. Heimsieg, der zweite Heimsieg in Folge. Das macht die Stimmung natürlich ein bisschen besser. Wie seid ihr aus dieser Partie rausgegangen? Ja, wir haben uns fest vorgenommen, das Spiel wieder erfolgreich zu bestreiten wie gegen Frankfurt. Und ich glaube, das ist uns, wir wollten die Fans wieder mitnehmen und das ist uns, glaube ich, ja, ganz gut gelungen. Jetzt kennen wir natürlich die Tabellensituation, ganz klar. Aber wie fühlt sich das denn an, wenn man jetzt zumindest schon mal den letzten Tabellenplatz verlassen hat? Ja, enorme Last, die da abfällt. Ich glaube, das macht schon was mit der Mannschaft auch. Und einfach nicht mehr Letzter zu sein, dann Schalke noch hinter sich zu lassen, das ist natürlich nochmal umso schöner. Und es geht in die richtige Richtung. Bei der Spielanalyse haben wir natürlich die wichtigsten Szenen aus der Partie dabei. Lass uns mal in die erste reinschauen. Das ist ein Block, erste Halbzeit. Da geht es so ein bisschen um Anlaufen, Nachsetzen. Der Trainer hat es auch im Vorfeld gesagt, giftig sein, präsent sein. Und ich glaube, das konnte man von der ersten Minute an sehen, ne? Ja, man sieht einfach das, was wir uns vorgenommen haben, vorne drauf zu gehen, den Gegner zu stressen. Dann mussten sie oft den Ball ins Ausschlagen. Und so wollten wir Union so ein bisschen auf den Sack gehen und ich glaube, das haben wir sehr gut umgesetzt. Du ja auch da mittendrin im Vollsprint Richtung Mittellinie zurück. Macht man als Stürmer gerne? Es gehört nicht zu meinen Lieblingsaufgaben natürlich. Tore schießen macht mehr Spaß, aber das gehört natürlich dazu. Und zu Hause, wenn die Fans dann das sehen, das wollen die, glaube ich, wollen alle sehen und kriegen wir das Stadion an, auch auf unsere Seite. Das war auf jeden Fall vom Start weg ein richtig guter Auftritt und wir haben uns im Laufe der Partie dann auch so richtig angenähert in Richtung Tor. Wir hatten diese eine Kopfballchance durch dich, das war so Minute 26, hatten dann eine sehr gute Chance durch Jordi, wo der Keeper noch über den Querbalken lenkt, aber im Anschluss Ecke und da fällt das 1:0, da wollen wir reinschauen, denn da bist du beteiligt. Genau, also das haben wir die ganze Woche geübt. Ivan und ich sind auf dem ersten Pfosten. Und ein scharfer Ball auf dem kurzen Pfosten, das ist eine Variante von uns. Und der Ball kommt perfekt, das Timing ist perfekt. Ich komme genau zwischen die beiden Gegenspieler und brauche gar nicht viel hochspringen. Setze meinen Körper ein. Da sieht man es, glaube ich, auch ein bisschen Arbeit mit dem Körper. Und war einfach perfekter Ablauf. Sind zur Ecke, dann wühlst du da am Fünfer rum. Das sind so richtige Stürmersituationen, oder? Das macht wahrscheinlich am meisten Spaß. Ja, ich brauche Körperkontakt. Das ist meine Stärke. Und wenn es dann zum Tor führt, natürlich umso besser dann noch. Stan hat schon gesagt, das war jetzt zugegebenermaßen nicht unbedingt immer die Stärke in den letzten Jahren beim VfL. Im Moment klappt das aber eigentlich ganz gut. Du hast schon das Führungstor im vorletzten Heimspiel gemacht, jetzt wieder dieses wichtige 1:0. Kommt uns das richtigerweise so vor, dass die Standards ein bisschen besser sitzen aktuell? Ja, also am Anfang natürlich alles unglücklich gelaufen, wie unsere Spiele auch. Und wir mussten einfach was an den Standards machen, weil das ist ein Riesen, das kann Spiele entscheiden, sowas. Und das muss uns auszeichnen in dieser Saison, weil das, gerade wenn es spielerisch mal nicht läuft, dass man auch nach einer Ecke oder nach einem Freistoß dann so ein Dosenöffner braucht fürs Spiel. Und das hatten wir jetzt zweimal gegen Frankfurt und gegen Union. Und das bringt der Mannschaft dann nochmal einiges mehr. Also besser eingespielt in Sachen Standards und bei dir persönlich auch. Das war jetzt das dritte Bundesliga-Tor. Du hast den Pokal getroffen, hast jetzt unter der Woche den Assist zum wichtigen 1:0 von Toto gemacht. Wie fühlst du dich aktuell auf dem Platz? Ja, es macht einfach im Moment richtig Spaß. Auch gegen den Ball zu arbeiten und für den anderen zu laufen, für die Jungs zu laufen. Ich glaube, man sieht, dass wir eine Einheit auf dem Platz sind im Moment. Und das müssen wir aber jetzt auch auswärts auf den Platz bringen. Dritter Szenenblock und das wird jetzt richtig schön. Das ist nämlich die Entstehung des 2:0 am Ende durch Gerrit Holtmann vollendet. Ich glaube, da schauen wir jetzt erstmal rein, weil das spricht ja eigentlich für sich. Das war schon so ein Ding in Perfektion, oder? Freistoß von Union, dann gut abgefangen. Und wir haben viele Spieler in der Nähe beim Ball gewinnen. Und das will unser Trainer sehen, dass wir in der Nähe sind. Da sieht man das nochmal gut. Alles mit einem Kontakt weitergespielt. Und besser kann man es einfach nicht spielen.
wenn Gerrit den nochmal querspielt, dann... das wäre vielleicht eine Nummer zu viel gewesen. Das wäre eine Nummer zu viel gewesen, aber ja, super gespielt von allen. Und ich glaube, das war dann ja, so der krönende Abschluss von dem Spiel. Wunderschön gemacht. Wir haben es auch heute über unsere Medien gespielt und das Teil kommt erstaunlicherweise ganz gut an. Ja. Man kann es verstehen. 2:0, zwei Tore Vorsprung, aber so ein Spiel kann natürlich auch noch kippen in der Restzeit. Und das hätte vielleicht auch passieren können, wenn Miloš Pantovic, unser ehemaliger Spieler, den Elfmeter genutzt hätte. Wir wollen erstmal auf die Entstehung schauen. Das ist der nächste Szenenblock, den wir haben. Und ehrlicherweise haben wir uns auf der Tribüne die ganze Zeit gefragt, ja, was pfeift denn da überhaupt? Du warst zu dem Zeitpunkt schon auf der Bank. Ja. Wie hast du es von da gesehen? Ja, ich wusste auch nicht, worum es ging so richtig. Aber hier sieht man es, glaube ich, dann, ja, dass er ihn unten am Knöchel trifft. Und ja, ich glaube, das gibt auch nicht jeder Schiedsrichter so einen Elfmeter. Aber ja, ich glaube, er gibt den und das kann man dann auch nachvollziehen, wenn er ihn unten trifft. Und, aber zum Glück haben wir ja mit Manu einen sehr, sehr guten Torwart, Elfmeterkiller. Und ja, hat mal wieder einen Elfmeter gehalten. Und das hat uns natürlich im Spiel dann gehalten. Ja, 12 Minuten danach noch regulär zu spielen gewesen. Wer weiß, wie es dann nach so einem Ding läuft. Aber du sagst es schon, wir haben den Elfmeterkiller schlechthin zwischen den Pfosten. Da muss man sich keine Sorgen machen. Das 2:1 fiel trotzdem noch durch Miloš. Haben wir jetzt mal weggelassen, hat auch nichts mehr an den 3 Punkten geändert, die uns natürlich sehr, sehr gut getan haben. Der Anschluss in der Tabelle ist da. Jetzt hattet ihr heute die erste Einheit der neuen Trainingswoche. Wie seid ihr die angegangen? Ja, heute war noch ein bisschen zum Reinkommen. 2 Tage nach dem Spiel fühlt man sich immer noch so ein bisschen gezeichnet vom Spiel. Und deswegen waren wir zusammen draußen warm machen, waren noch im Kraftraum, haben ein bisschen gedehnt und ja, ausgerollt. Und morgen geht es dann ja, in die neue Woche und wir bereiten uns morgen schon auch mit Video auf Wolfsburg vor. Und ja, da ist ein klarer Auftrag, das Spiel in Wolfsburg zu gewinnen und genauso auftreten wie in den letzten Spielen, weil die, ich glaube, man sieht, ja, dass ein Aufwärtstrend erkennbar ist und ja, das muss die Basis sein für die nächsten Spiele. Profi, dann wünschen wir dafür viel Erfolg für die nächste Aufgabe in Wolfsburg und darüber hinaus natürlich auch. Danke, dass du hier warst. Danke. Dankeschön.